Jens hat einen Halsminister gebaut. Das ist Winterweizen. Würdest du eventuell zu Fuß laufen? Ja. Lass Nutz- und Zugtier mit 4 Buchstaben. Jens, du bist ja ein richtiger Waldmeister. Ja, doch schon. Hui, Moinsen. Donnerstag, 15. Februar. Jens kommt gleich. Ich habe uns eben Kaffee reingestellt. Ich will nur was zeigen. Und zwar, das haben wir gestern, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Jens das gefilmt hat. Ich glaube nicht. Unser schönes Golfkart, ich höre Jens bremsen, unser schönes Golfkart wollte ja immer nicht. So, jetzt Jens gestern beigegangen und hat das mal aufgeklappt und nachgeguckt. Dann habe ich gestern nochmal mit dem Multimeter gemessen. Das sind 8 Volt Batterien, 6 Stück, also auf 48 Volt in Reihe. Und unser Ladegerät, also entweder sind die Batterien hin oder aber das Ladegerät hat einen weg, weil der hat den nicht mehr geladen, der war tief entladen. So, und jetzt haben wir die getrennt, sodass wir immer 3 in Reihe haben, auf 24 Volt kommen und mit einem 24 Volt Ladegerät das Ganze einmal geladen. Und jetzt wollen wir nachher mal gucken, ob das hoffentlich daran gelegen hat, dass es nur das Ladegerät kaputt ist und nicht die ganzen Batterien. Weil eine so eine blöde Batterie, moin Jens, ja, moin. Haben wir gestern geguckt, ne? Eine Batterie kostet irgendwo an, die ist 200 Euro. Ja, und 6 Stück sind da drin. Also das ist ja quasi ein Totalschaden. Ne? Mal schauen. So, wir klemmen uns jetzt mal richtig die Batterie ab und dann gucken wir. Ja. Autowagen. Problem. Und zwar sagt er jetzt nicht mehr, die Batterien wären ganz tot bei dem Golfkart. Aber da ist nicht genug Spannung. Spiel und Schokolade würden wir noch in meiner Werkstatt finden, aber keine Spannung. Leute, wir brauchen Spannung. Wir haben eine Batterie aufgemacht und festgestellt, verdammt trockene Luft. Kannst du nicht ausdenken, ey. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie wirklich, also wir haben die eine, die eben, die wir aufgemacht haben, die ist futztrocken. Da ist gar kein Wasser mehr drauf. Verdammt! Ich fahre jetzt schnell los, hole ein bisschen destilliertes Wasser, ein bisschen mehr. Gucken, was sie da haben. Dann füllen wir den ganzen Bums auf und dann gucken wir, was passiert. Ich hoffe wirklich, dass die Batterien nicht tot sind. Das wäre richtig scheiße. Jens macht jetzt gerade die anderen Batterien auch alle noch eben auf. Und sucht Trichter. Und wenn ich gleich zurück bin, dann wollen wir mal Wasser lassen. Die Frage ist jetzt, was ist günstiger? Ich war jetzt auf der Tanke, habe 10 Liter Wasser gekauft. Dafür geht es deutlich schneller und ist nicht ganz von der Entfernung auch weniger als der Baumarkt. Aber der Preis, Leute. Aber ich hätte jetzt auch keinen Bock, da wieder rauszulaufen. Ist jetzt so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Sind sie bei euch in der Straße mit einer Rüttelplatte in Gang, wa? Dann sind sie wohl fertig, aber man hört das da brackeln. So, füllst du schon oder trinkst du noch? Ach, geht auch ohne Rohr. Ja, dann mal los. Alles. Alles voll. Reicht nicht? Mann, bin ich schwach, ey. Jens hat einen Halsminister gebaut. Das ist auf, du so. So, geh los. Ja, mach mal. Ein alter Melkschlauch, das ist immer was Piekfeines, wenn man auch mal was aufbewahrt und nicht alles wegschmeißt. Ne? Junge, wie viel geht denn da bitte rein? Ja, die ist leer. Wir brauchen ja noch 30 Liter. Ja. Scheiße. Mach mich nicht schwach. Leute, Witz ist da, ich habe ja alles gekauft, was wir hatten. Scheiße. Dann müssen wir das ein bisschen aufteilen. Na, die müssen ja alle voll, das hilft ja alles nichts. Ne? Dann müssen wir den Kühler vom Laser ausschütten. Ja. Kann losgehen? Ja.
Wieso sind die denn ganz leer? Das gibt's doch gar nicht. Ausgekocht, wenn die dann zu. Was hast du? Wenn die dann zu leer sind, wahrscheinlich. Dass das dann immer schneller geht, ich weiß das nicht. Fuck. Das reicht im Leben nicht. Es fehlen ernsthaft noch 10 Liter. Scheiße. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Verdammte Axt. Ich organisiere ein Wasser und die Schäfe weg. Wo ist der Heizminister, Halter? Ja, Mutti hatte noch einen Kanister. Und wir haben, Ina sagt, wir haben in der Produktion auch noch ein bisschen. Das könnte alles zusammen reichen. Machen wir erstmal diesen leer. Und dann schauen wir weiter. Das war jetzt die letzte Rest. Jetzt haben wir irgendwas in 18, 19 Liter darauf gekippt. Und genau genommen reicht das immer noch nicht ganz. Wir probieren das jetzt. Bums. Wir probieren das jetzt zu laden. Gucken, ob sich, also wenn es nicht Schrott ist, dann muss es jetzt laden. Und dann hole ich noch mal ein paar Liter die Tage. Und wir füllen den Rest auf. Die vordere Reihe ist ganz voll. Die vordere Reihe war ja ganz voll, ne? Ja. Ja, dann schauen wir mal. So. Gucken, ob er gleich wieder anfängt zu meckern. Das dauert einen Moment. Wir warten mal ab. Stehen ja noch Zeichen und Wunder. Wir haben tatsächlich Winterweizensaat gekriegt. Geil.
Die Sorte ist egal, weil Hauptsache wir haben was, aber es ist. Alter. Kannst du überhaupt nicht erkennen hier. Es ist Winterweizen. Sommerweizen, Entschuldigung. So. Gott sei Dank haben wir hier keine neuen Wischblätter, kein neues Wischblatt, weil es wäre langweilig, wenn man durch die Scheibe gucken könnte. Und der erfahrene, geneigte Zuschauer wird sich vielleicht fragen, wo ist der H50? Wo ist der H50? Jetzt fehlt ein Schlagzeug. Ja, schöne Scheiße. Staplertausch. Ah. Wo ist der Deinhard? Der ist in der Werkstatt. Der ist aus der Werkstatt zurück. Und der H50 ist in die Werkstatt gekommen. Und warum ist das so? Weil die Sau Kühlwasser rausrotzt. Also, das ist ein Wasservlog. Vielleicht müssen wir nochmal an die Würme fahren, damit wir nochmal viel Wasser sehen und nicht immer nur da, wo was weg ist. So, parken. Wo habe ich die jetzt? Aha, nee. Doch. Ah. Energie. Siehst du, jetzt zeigt mir was. Oh ja. Die gerade verschieben. Oh, jetzt hält er gleich an. Mal schnell zurück. Ja. Oh oh. Oh shit. Oh Scheiße. Oh oh. Würdest du eventuell zu Fuß laufen? Ja. Soll ich schieben? Oh oh. Wir können die Batterien eigentlich ausbauen. Einer muss immer schieben. Last, Nutz- und Zugtier mit 4 Buchstaben. Jens. Genau. Oh oh. Jetzt den Berg hoch. Das wird jetzt hier kriminell. Das zieht so durch, das Ding, ey. Das ist wie neu. Voll geil. Also, wenn sich jemand auskennt, irgendwas stimmt mit der Ladeelektronik nicht. Entweder das hat das Ladegerät einen weg. Oder da, aber wobei, was soll hier jetzt groß? Gut, man weiß es nicht. Oder da ist was nicht in Ordnung. Auf jeden Fall will er jetzt schon wieder nicht laden damit. Jetzt nochmal abgeklemmt, die, also auf 24 Volt und 24 Volt Ladegerät. Und jetzt lassen wir mal so voll jucken. Und dann gucken wir morgen. Ja. Liebe Leute, Wietzendorf Kampagne 23/24 ist Geschichte für uns. Fertig, letzter Zugriff hin. Wir haben Stärke soll etwas überhin überfüllt, erfüllt, sind quasi 100%, 100, keine Ahnung, und ein paar zerquetschte. Da stehen noch ein paar Kisten Kartoffeln. Stärke, das ist der Rest. In der Halle ist alles raus. Außer Halle ist alles raus, mein Gott.
Die kriegt der Nachbar noch für seine 100% zum Vollkriegen. Und dann haben wir das. Die wird er morgen abholen. Und dann sind wir mit den Stärkekartoffeln endlich durch. Was ein Krampf, ne? Boah, meine Güte. So, da haben wir ein bisschen Holz zum Hacken. Das wird auch noch ein bisschen mehr. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. So, eigentlich muss das dann nämlich auch. Diesmal soll das auch mal gesiebt werden. Wir hatten das, die letzten Hackschnitzel, die wir aktuell heizen, die haben wir ja nicht sieben lassen. Und das ist doch ein bisschen viel Asche. Also es ist jetzt nicht weiter schlimm, aber es ist halt viel Asche und das ist irgendwie scheiße. Also einmal nach dem Trocknen, die will ich auch gerne trocknen lassen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Wer das macht, wie das geht, dass wir den Energieverlust dann da auch nicht haben. Das hat ja so auch funktioniert, die wir jetzt heizen, die haben wir ja an der Luft trocknen lassen. Aber schöner ist das, wenn die trocken sind. Dann können die vor allem auch gleich direkt da in den Schuppen rein, wenn die soweit gehackt, getrocknet und gesiebt sind. Lumpi, Lumpi, komm her. Nee, hierher. So, die Tür muss auch zu. Jo, Jens ist gerade nach Hause, Feierabend. Boah. Komm, wir machen das Tor zu, dann kannst du laufen. Und Lumpi kann noch ein bisschen laufen und dann machen wir auch Feierabend. Also, bis morgen. Hui, Moinsen. 16. Februar. Wochentag, Freitag. Ich muss ausnahmsweise einmal im Jahr, muss ich immer nicht auf dem... Nee, zweimal Weihnachten, weiß ich auch noch, auf den Kalender gucken. Heute habe ich nämlich Geburtstag. An dieser Stelle, deshalb habe ich angeknipst, ganz lieben Dank schon mal. Es ist zwar erst, ist gerade 8 oder so, ja, kurz nach 8. Aber mich haben schon sehr viele Glückwünsche erreicht. Liebe Grüße und dickes Dankeschön dafür. Der Plan ist folgender. Nein, eigentlich wollten wir heute nochmal eben zum Weizenschlag fahren mit der Schaufel und dann nochmal ein bisschen freischaufeln, damit das Wasser besser abläuft. Aber ich habe eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mir tut kein Scheiß heute den linken Arm komplett weh von hier runter. Also schaufeln wir Montag. Völlig bekloppt. Jens ist bei, der macht den LKW sauber, beziehungsweise erstmal den Auflieger von innen. Und dann haben wir uns überlegt, ich will mich mal schlau machen, was das heutzutage kostet. LKW Waschstraße, eigentlich können wir denen das einmal mal gönnen. Das wird, ich vermute mal, irgendwo so zwischen 150, 200 Euro wird das wohl kosten, aber ist vielleicht nicht ganz doof, auch von unten mal einmal richtig sauber zu kriegen, wegen Salz auch. Mal schauen, ob wir das hinkriegen nächste Woche. Ich will jetzt mal eben hier eure Bestellungen nachgucken. An dieser Stelle auch ganz lieben Dank für die Bestellung, die ihr getätigt habt. Dann kann Ina gleich mal eben die Sachen, wenn da was zu pressen ist, ich glaube ja, ich habe noch nicht reingeguckt, fertig machen und danach fahren wir zum Optiker. Ich brauche unbedingt eine neue Brille. Ich habe hier, um das zur Erklärung, weil da haben wir auch viel, du hast eine Brille. Im Stream habe ich die ja immer auf. Und wenn ich hier am Computer arbeite, habe ich die auch auf. Und das scheiß Ding, das ist damals, haben sie mir erzählt, ist total toll, wenn du eine Gleitsichtbrille nimmst. Ist aber völlig scheiße. Und deshalb habe ich die tagsüber bei der Arbeit nicht auf. Weil bei einer Gleitsicht ist unten halt Lesebereich, für die, die es nicht kennen. Und wenn du dich umguckst, zum Beispiel auf einen Schlepper, guckst dich um, willst die Maschine sehen, dann guckst du immer nach unten, weil beim Umgucken, du guckst ja nicht, das funktioniert halt nicht. Und dann guckst du in dem Moment immer durch den Gleitsichtbereich, also durch den Nahsichtbereich, Lesedingsbums da, wie auch immer das heißt, und dann siehst du nichts. Das ist schon beim Treppe runtergehen schon manchmal schwierig, aber da kann man sich vielleicht gerade noch dran gewöhnen. Man tritt dann auch irgendwann mal ins Leere, weil man das falsch sieht, aber beim Umgucken mit dem Träger und so, das kannst du voll vergessen. Totaler Plünn. Und deshalb brauche ich einfach eine normale Brille. So, und da wollen wir gleich nochmal hin, wenn eure Bestellungen abgearbeitet sind. So, jetzt geht es bei der Bestellung bei und dann geht's später weiter. Jens ist, kann man das eben, hat er, ja, da hinten. Mal gucken, ob die Kamera das reinkriegt. Da. Na, weiß ich nicht. Da ganz hinten bei der Halle hat er sich die Klappe aufgemacht. Da sind ja wahrscheinlich noch ein paar lose Kartoffeln, die schaufelt da runter. Und danach einmal von innen den Auflieger waschen. Und dann, wie gesagt, Waschstraße, mal gucken. Da hatten ja auch, kam gestern ein Kommentar, ja, ihr habt ja nur einen Auflieger, der pendeln kann und die Türen aufmachen kann. Warum benutzen wir denn nur das Pendeln? Also, das, was wir bisher gemacht haben, da brauchten wir nur das Pendeln. Und die Klappe, die hat Jens auch jede Woche einmal auf, um da rauf zu kommen, um da reinzukommen, wenn er leer ist. Da muss er nicht immer hinten rüber, vorne rüber klettern. Und dann, wenn du was rauslöffeln willst, alles oben über die Bordwand schmeißen, sondern du kannst da rein. Da ist ja auch eine Leiter, die habe ich auch mal gezeigt. So, und wenn man einen neuen Auflieger kauft, dann guckt man das so
und bestellt das so oder möchte das gerne so haben, dass es auch sinnig für die Zukunft ist. So kann man das mal aufklappen, da kannst du auch Paletten rauffahren. Hubwagen raufsetzen, Paletten, egal was, wer weiß, was die Zukunft bringt. Und deshalb, wenn man schon viel Geld ausgibt, dann sollte man das auch richtig anlegen, meine Meinung. So, das dazu und jetzt packen und dann geht's nachher weiter, später. Ja, Auflieger sauber machen. Nochmal in die restlichen Kartoffeln runternehmen, hier kleben wir doch mal welche fest. Die müssen hier noch runter. Da in der Ecke hat sich so ein Nest gebildet. Und dann war ja gestern die letzte Tour, die Johann gefahren ist, hier mit dem LKW. Alles weggebracht hat. Der Rest. Und einmal sauber machen, einmal durchkärchern das Ganze hier, mal richtig sauber machen. Und dann kommen wieder die Stangen oben rauf, dann kann die Plane wieder rauf und dann ist das Ganze wieder fit für die nächste Saison, wenn es dann wieder losgeht. Erstmal wieder Getreide fahren mit Sicherheit. Aber ja auch erst dann im August irgendwann. Und dann muss das ja ein bisschen frisch sein, das Ganze. Und von außen auch nochmal wieder waschen. Die ganzen Straßenschmutz da ein bisschen runterkriegen. Mal gucken, noch wieder ein bisschen was zu tun. Aber bleibt nicht aus. Ja. Das ist so meine Aufgabe für heute. Und dann eben noch viele andere Sachen, was dann immer so anfällt. Vielleicht fahren wir ja noch mal hinten hin, noch mal Holz holen. Mal gucken. Muss ja auch alles bis vor März alles geschehen sein. Ne? Ja. Ja, LKW waschen erstmal eben abgebrochen. Johann kam gerade, wir wollen noch mal einmal Buschzeug holen zum Hacken. Der sitzt vor mir gerade auf dem Schlepper, fährt gleich auf dem Feld drauf und ich fahre da mal hinterher. Mal hochkippen und dann mache ich unten rum noch mal und den Rest soll dann eigentlich, der möchte gerne, Sven gerne mal in die Waschanlage fahren, das wollen wir mal machen. So, aber die Fläche ist jetzt soweit sauber, das sieht schon gar nicht verkehrt aus, so kommen die Stangen wieder oben rein und das Dach oben drauf und dann ist das Ganze fresh. Hui, Moinsen, Montag, 19. Februar, morgens. Also es ist schon ein bisschen hell geworden, aber es ist noch morgens. Ich bin am Paketepacken und habe nebenbei nochmal eben schnell bei Emsland Group reingeguckt. Unsere Vertragserfüllungsgeschichte wollte ich nochmal eben nachgucken. Das geht online und da haben wir hier 100,87%. Also Punktlandung, sehr schön. Ich habe heute Vormittag hier im Büro noch zu tun. Pakete packen, das werde ich noch nicht alles fertig kriegen. Ina war schon fleißig. Ihr habt mit dem Rabattcode Altersack ganz nett bestellt. Vielen Dank dafür. So haben wir ein bisschen was zu tun heute Morgen. Das ist ganz schön. Und dann geht das heute Nachmittag draußen weiter. Ne? Später. Erntevorbereitung 24. Oh Mann, ey. Wasser will auch nicht mehr weg.
wollen wir mal versuchen, die Ziegen auf ihrer Fläche zu halten. Die hauen ja immer ab hier zwischendurch bei den hier unter durch. Die sind da ja knallhart. Und habe ich hier schon ein paar Löcher vorgebohrt. Das ist nur Vorbohren. Den Rest mache ich gleich mit dem Vorschlaghammer und hau die noch weiter rein. Und hier kommt da Baustahlmatte ran. Da habe ich hier schon mit angefangen. Da kann man die ja einfach gegen Zaun gegenschrauben, denn das muss ich da noch weitermachen. Baustahlmatten hatte Johann noch geholt letzte Woche. Der Länge nach durchschneiden. Und dann kommen die hier einmal, hier noch einmal lang. Und dann hier hinten durch bis da hinten und da wieder hin, dass wir die dann hier wirklich drin halten können. Sonst haben wir hier Probleme. Also das ist so, die hauen ja immer ab und machen alles kaputt. Das ist doch wohl so die Art der Ziegen. Nützt ja alles nichts. Ja, das ist dann so heute der Job. Mal gucken, wie lange ich machen kann. Johann hat dann vielleicht wieder was Neues. Mal schauen. Aber zwischendurch immer hier. Arbeit reißt nicht ab. Oder nicht? Keine Ahnung, zeigt er nicht. Hui, Moinsen, ach, auf der Seite ist der Akku. Dienstag, 20. Februar, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nämlich die Kamera noch gar nicht angehabt heute. Ne? Es ist jetzt schon 3:30, 20:30 oder sowas, 3:30 glaube ich tatsächlich. Ich habe einen ganzen Vormittag im Büro, also mir raucht der Kopf. Ich habe mich zwischendurch mega aufgeregt, dann habe ich wieder was ganz gut hingekriegt und dann, na, auf jeden Fall habe ich aber auch die letzten Bestellungen fertig gekriegt, also ist alles unterwegs jetzt, bis wie immer auf 2 oder 3, die noch nicht bezahlt sind, aber sonst alles raus. Jens hat heute Vormittag, war auf der Weide zugang, hat richtig was weggeschafft, ich weiß gar nicht, ob er die Kamera zwischendurch anhatte oder nicht, zeigen wir aber nochmal, falls nicht. Hat er ordentlich viele reingewämst und mit dem Baustahlmatten weitergemacht. Und heute Nachmittag ist Jens dann losgefahren mit Vatern in den Wald. Ich habe eben noch gefüttert, hatte eben den Kleinsten noch, weil Ina mit den anderen unterwegs war. Jetzt haben wir durchgetauscht, jetzt hat Ina den Kleinsten mit und ich fahre jetzt auch noch eben in den Wald und gucke, ob ich da nochmal irgendwas mit helfen kann. Weil da ist noch eine Eiche, die da raus muss und da müssen wir mal sehen, wie wir das hinkriegen. So, jetzt also wie gesagt, ab in den Busch. Du bist ja ein richtiger Waldmeister. 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 Gottes Willen, nee. Es ist ja schon nicht ganz doof, wenn man sagt, lass doch auch mal das Handy zu Hause. Geht ja nicht heutzutage, muss ja immer dabei haben. Oh. E-Mail gekriegt, ich hätte mich am liebsten erst morgen früh darüber geärgert, aber naja. Muss man wieder ein paar Pläne ändern, das nervt alles ein bisschen, aber egal. Das erzähle ich euch, wenn es erzählbar ist. So, im Busch hören wir jetzt auf für heute. Jens und Vater von Oakland nach Hause mit dem Träger. Ich wollte noch mal eben kurz hier nach dem Wasserstand gucken, wenn wir hier schon in der Nähe sind. Nur auf der anderen Seite von der B75, dann können wir mal eben sehen. Und feststellen, dass das Wasser wieder mehr geworden ist. Es ist quasi ein Meer geworden. Junge, 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 Junge. Guckt euch das an, da fahre ich jetzt nicht rein. Das ist fast genauso, nicht ganz. Letztes Mal, als richtig Hochwasser war, da ging das, glaube ich, hier schon los, ne? Aber, ja. Naja.
für die nächsten 2 oder 3 Tage ist ja zur Abwechslung auch noch wieder Regen angesagt, ne? Alter Schwede. Meine schönen Heuwiesen. Muss ich ja eigentlich noch Pacht zukriegen. Oh Mann, ey. So. Ja, krass. Auch nach Hause. Hui, Moinsen. Hui. Mittwoch, 21. Februar. Heute ist wieder Regentag. Es schifft. Also jetzt gerade nieselt es, aber es ist wieder wie immer, muss man ja sagen. Wir fahren noch mal einmal in den Wald. Mal gucken, wenn das jetzt so weiter schifft, dann werden wir da nicht lange bleiben. Aber ein Baum muss da noch weg. An dem Waldstück, da ist, grenzt ein kleines Haus an. Und der Baum, der ist da kritisch. Und bevor da irgendwas passiert, nehmen wir den noch mit weg. Das ist der Plan. So, danach habe ich zur Abwechslung wie die ganze Woche irgendwie noch Büroarbeit zu erledigen. Jetzt wird es in der Regen wieder mehr. Ich muss mal gucken, also jetzt braucht man den Wetter jetzt auch nicht auf der Weide da weitermachen. Mal sehen. Irgendwie wird diese Woche nicht sonderlich produktiv bei dem Wetter. Scheiß Dreck, ey. Das nervt ein bisschen. Hier, guckt euch den Schmierwatz an. So, Stück für Stück vergrößert sich der Holzhaufen. Und ja, da ist auch viel Gestrüpp drin. Und ja, ich weiß, aus dem Gestrüpp kommt auch nicht so die Riesenwärme raus. Energetisch ist so. Aber das Thema hatte ich gestern schon mit Jens. Da fahre ich eine Schaufel mehr rein. Dafür kostet nichts außer Hacken. Und natürlich eben herholen. Ne? Aber da das von verschiedenen Stellen kommt, wollen wir es lieber alles auf dem Hof sammeln und auf dem Hof hacken. Dann wird das Hacken wieder günstiger, wenn der nicht 20 Mal umsetzen muss. Heute ist Mittwoch. Mittwochnachmittags habe ich immer Kinderdienst, wenn nicht gerade Frühjahrsbestellung oder Ernte ist. Und oder irgendwas anderes dazwischen kommt. Aber heute ist mal wieder soweit. Gerade eben in der Sandkiste geparkt. Wir sind ein bisschen am Buddeln und ich will euch noch mal eben kurz zeigen. Ich weiß nicht, wie weit Jens das schon gezeigt hatte, was er hier gestern gerissen hat. Der hat richtig Gas gegeben. Also ich war kurz vor Mittag zwischendurch einmal eben hier, weil ich was mit Jens besprechen wollte. Ich habe gedacht, wie hat er das denn jetzt so schnell gemacht? Also er hat die ganzen Pfähle hier eingebohrt und eingeprügelt. Baustein hat man mittlerweile, hatte Vater neulich schon mitgebracht, weil wir noch eine Filmplatte brauchten, um einen Akkuliner zu reparieren. Dann habe ich gesagt, bring doch gleich eben die Baustammatten mit. Da kommt da hinten, da hat er das Stück schon fertig, da die Ecke, da hatten wir noch eben zu zweit gebogen gestern. Da steht es auch schon, das wird jetzt hier noch einmal bis da rumgezogen. Und dann werden wir es wahrscheinlich mit Rödeldraht festmachen. Alternativ hatten wir uns ausgedacht, vielleicht Schrauben mit Scheiben zu nehmen, aber das reicht mit Draht auch dicke. Das steckt auch im Boden drin, also da dürfte eigentlich nichts dran passieren. Und dann kommen die Schafe und Ziegen, sobald das ein bisschen abgetrocknet ist, hier rein. Wir machen noch ein bisschen Unterstand anders, dass da mehr Platz ist. Aber ansonsten, ja, können die dann in Kürze auch raus. Da werde ich nochmal, ich habe gestern nochmal, liebe Grüße an dieser Stelle mit Heilenstall und Weide. Hier darfst du, hier geht noch nichts, ne? Heilenstall und Weide telefoniert. Da werde ich, also mein Plan ist eigentlich, Freitag hinzufahren. Ich weiß noch nicht, ob ich das schaffe, sonst Anfang nächster Woche. Morgen wird es definitiv nicht klappen, aber vielleicht Freitagvormittag. Werde dann noch einen oder zwei, da bin ich mir noch unschlüssig, einen auf jeden Fall, Rundballenraufe holen mit Dach. So was ähnliches, wie wir da hinten für die Esel haben. Die soll dann damit rein und damit ich dann auch mal die Silageballen draußen füttern kann. Dass die offenen Raufen ist auf Dauer halt irgendwie jetzt bei dieser, an dieser Jahreszeit zumindest scheiße, ne? Ja, dann müssen wir die ganzen Litzen noch nachgucken. Die hängen auch alle auf 7:30, weil zum Schluss die Schafe da hier beim Bule gespielt haben. Deshalb sollen die alle in diesen Baustall, Matten, Gitter, Knast rein. Hilft alles nix. So, das wollte ich gerne erwähnt haben, damit ihr auch wisst, was Jens geschafft hat.
Und dann will ich euch noch mal eben was anderes zeigen. Da laufe ich mal eben hin. So, da sind wir angekommen, wo ich hin wollte mit euch. Jetzt werfen wir einen Blick in die Richtung. So, was will ich wohl damit sagen? Richtig. Super geraten. Das ist an der Zeit für PV. Warum? Warum? Das kann ich aber ganz kurz mal eben zusammenfassen. Ich habe mich mega, wann war das denn jetzt? Vor mittlerweile 2 Wochen, glaube ich, knapp 2 Wochen oder sowas. 10 Tage, keine Ahnung, ist auch egal, darauf kommt es nicht an. Kam ein Schreiben von einem EV. Also, ich muss da ein bisschen einmal kurz zurückrudern und die Vorgeschichte erzählen. Und zwar mal vor einigen Jahren habe ich einen Stromliefervertrag abgeschlossen mit einem EV. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. Fängt mit M an. Und war da immer der Überzeugung, dadurch, dass es halt ein EV ist, dass er für die Mitglieder gescheit den Strom einkauft und da, wenn es Probleme gibt, sich auch meldet. So, das war meine Grunderwartungshaltung. Nicht mehr, nicht weniger. Jetzt war es so, dass dieser EV in den vergangenen Jahren, als die Preise exorbitant gestiegen sind, Atomkraftwerke aus und so weiter, ihr wisst, sich anscheinend ein bisschen verkalkuliert hat. Vielleicht, also ein Teil Absicherung ist ja richtig, dass man vorkauft und in dem, falls da was passiert und die Strompreise noch weiter durch die Decke gehen und so, das will ich gar nicht sagen. Also so ein bisschen, ne? Aber jetzt so viel, dass ich jetzt quasi, ja, doch schon mindestens 10 Cent netto die Kilowattstunde zu viel bezahle. Und das habe ich abgefragt in unseren Kollegen YouTuber-Chat, die habe ich mal gefragt, was zahlt ihr eigentlich? Dann habe ich auch die alten Meisterkollegen neulich, als wir die Kultur hatten, auch mal gefragt, was die so zahlen. Und im Mittel sind das tatsächlich gute 10 Cent netto, die ich zu viel zahle. Dann habe ich da angerufen und hab mich dann halt auch wirklich geärgert darüber, habe das dann auch kundgetan und habe gefragt, warum ich jetzt deren Fehler ausbaden darf. Das fanden die dann nicht so witzig und wollten da auch nicht mit sich reden lassen. Und wie ihr sicherlich wisst, Stromliefervertrag lässt sich nur zum Jahresende kündigen. Kann ich nichts machen. Ist jetzt der Drops gelutscht. Ja, ärgerlich. So, long story short, da ich die Ausgabenseite jetzt nicht ändern kann, dieses laufende Jahr, also zum Jahresende, ne, Kündigung ist safe, aber ich kann es aktuell nicht ändern, muss ich gucken, dass ich die Einnahmenseite irgendwie anders gestalte. So, und dann habe ich mit meinem Bruder, ganz viele Grüße an dieser Stelle nochmal an dich und vielen, vielen Dank, dass du das für mich mal einmal durch dein System gejagt hast. Mein Bruder hat da mal vor einigen Jahren, glaube ich schon, so ein Programm entwickelt, das er auch immer wieder weiter fortführt und so weiter. Und da kann man alles Mögliche einhacken, unter anderem halt auch sich die Wirtschaftlichkeit von PV ausrechnen mit Lage, Dachneigung, alles. Ne? So, und dann habe ich hier so eine schlaue Liste, die hat er mir dann ausgedruckt. Also ich war da vorgestern bei ihm, da haben wir uns dann mal eben für 2 Stunden rangesetzt und verschiedene Varianten gerechnet. Er hatte gerade für sich selber eine private kleine, ich glaube 8 kW oder so, oder 10 kW, weiß ich nicht genau, gebaut und von den Preisen sind wir mal ausgegangen. Und dann haben wir alles mögliche gerechnet. Also wir haben von 30 kW bis hoch zu 80 kW Peak installiert und Batteriespeicher von 0 kW bis hoch zu, was war denn das Höchste, was wir noch mal reingetippt hatten? 30 kW Batteriespeicher ist Quatsch, aber 30 kW Batteriespeicher. Das haben wir alles mal so eingepackt und haben uns das dann mal ausrechnen lassen von seinem Programm, wie da die Rentabilität ist und wann es sich amortisiert und welche Größe letztendlich für mich einen Sinn ergibt. Und da sind wir in der Theorie, wäre eigentlich so irgendwas zwischen 30 bis 40 kW toll. Alles über 30 kW hat man dann wieder Spaß mit dem Energieversorger. Und ich will das schnell, da komme ich gleich zu. Ich will das schnell, das muss gestern fertig, das hilft alles nichts. Deshalb ist 30 kW die Schallmauer. Also 30 kW, dann ging es noch um Batteriespeicher und da haben wir dann 2 Varianten drin gehabt und da bin ich jetzt mit 10 kW, also das sind nachher dann glaube ich 9,6 oder so, aber 10 kW Batteriespeicher
habe ich den höchsten Eigenverbrauch von meinem dann produzierten Strom und somit auch die höchste Ersparnis pro Jahr und die schnellste Amortisation. So, das amortisiert sich quasi, also ich brauche keine 6 Jahre, dann ist der Bums bezahlt. Und damit ich nichts Falsches sage, liebsch ich hier nochmal einmal auf den Zettel rauf. Das gibt mir eine Nettoersparnis im Jahr von 7.500 Euro. Und wenn ihr es genau wissen wollt, aber das ist natürlich auch, wie die Sonne jetzt wirklich scheint, kann man auch nicht berechnen, ne? Aber raus kamen da 7.515,08 €. Also sagen wir mal 7.500 Euro. Das runde ich dann auch noch mal ein bisschen ab, sodass ich dann, und deshalb will ich das schnell haben, irgendwo 500, 600 Euro Abschlussrechnung mir da runterziehen lasse. Die bezahle ich nicht, gibt's nicht. Deshalb muss es aber auch schnell gehen, ne? So, und dann habe ich vorgestern rumtelefoniert und kein Witz, tatsächlich das so an dieser Stelle noch Elektro Meinke dicke Grüße und Firma Carstens dicke Grüße, das so geil hingekriegt, dass wir jetzt Freitag, jetzt, also übermorgen, ein Gerüst aufgestellt bekommen von Firma Carstens. Danke, Grüße. Und Montag Module geliefert werden über Firma Meinke, danke, Grüße. Und dann innerhalb der nächsten, der drauf folgenden 10 Tage irgendwann das dann montiert wird, sodass wir, ja, elektrischer Anschluss muss natürlich auch noch gemacht werden. Ich muss noch einen, ich habe Gott sei Dank Leerrohre drüber liegen, ein Datenkabel noch rüberziehen. Und dann haben wir so die sportliche Idee, dass wir in 14 Tagen den ersten Strom daraus haben. So, dann nehmen wir das mal an. Das heißt dann spätestens, also wirklich allerspätestens Mitte März, ab Mitte März, und das ist dann auch die Zeit, wo die Sonne dann langsam ein bisschen kräftiger wieder wird, wir den eigenen Strom haben im Batteriespeicher. Batteriespeicher, jetzt, wie gesagt, da muss man auch gucken, wie das läuft. 10 kW, wenn, ich kann ja die Auslastung dann sehen. Das werde ich euch dann noch zeigen. Ich nehme euch dann natürlich mit, wenn euch das interessiert. Schreibt es in die Kommentare, wie genau. Ich kann das gerne noch genauer erläutern. Werden wir dann unter Umständen eventuell nochmal irgendwie 4-5 kW nochmal nachrüsten. Das weiß ich aber noch nicht. Das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Erstmal gucken, wie es läuft. Es könnte sich rechnen. Ja, die Variante habe ich mit 30 kW jetzt hier leider nicht drin. Moment, wir gucken nochmal. Nee, habe ich nicht drin. Also wir könnten in der Theorie den Eigenverbrauch aus der PV noch über 70% bekommen. Weil Einspeisen ist bei einer Verbrauchsanlage natürlich nicht wirklich interessant. Ich weiß gar nicht, gibt es da 7 Cent, 6, irgendwas Cent oder so für den Strom, den man einspeist. Das ist jetzt nicht so sonderlich interessant. Bei einer Volleinspeiseanlage käme man im Durchschnitt, je nachdem wie groß die Anlage wieder ist, aber irgendwo so bei gute 10 Cent raus. Da kannst du ja bis 100 kW oder was. Aber da sehe ich auch nicht so die große Rechnung dran. Ich will das jetzt auch investieren, nicht weil Geld weg muss, sondern weil es sich einfach rechnet und weil ich somit sofort sparen kann. Also es ist einfach so. Und aus dem Grunde, weil es ist demnach hier wirklich ein No-Brainer, und wenn, ich sag mal, wenn wir ein Drittel weniger nachher bekommen als das, was wir jetzt hier konservativ aber auch berechnet haben, dann ist das mega, das ist top. Also da kommen wir wirklich mit klar. So, und deshalb, wie gesagt, ich denke, ich werde dann 500 Euro im Monat den Abschlag kürzen lassen ab Inbetriebnahme, und dann wollen wir mal gucken, dass wir es nächstes Jahr noch besser hinkriegen, dass wir da auf jeden Fall den Strompreis noch wieder runterkriegen, weil das gefällt mir gar nicht. Das ist mir zu viel. Das ist mir einfach deutlich zu viel. Und wir brauchen, es ist ja nur auch nicht wenig Strom, den wir brauchen. Und das spielt sich ja, hat sich ja jetzt auch erst eingespielt. Wir haben ja 2020 den Melkroboter abgeschafft, der hat natürlich auch viel Strom gebraucht. Dann kam 19 der Tiefkühlraum dazu und der Kühlraum. Dann kam noch der Eisautomat wurde erneuert, dann kam noch aber ein Warenautomat dazu, und das war alles schwierig. Und jetzt haben wir so in 23 wohl so ziemlich den Punkt erreicht, wo wir sagen können, das wird so. Plus, minus natürlich wird das wohl so der Stromverbrauch sein, den wir in den nächsten Jahren haben werden. Ist ja dann auch schon die neue große Grimme-Maschine mit drin. Die Sortierung schluckt jetzt natürlich auch mehr Strom pro Stunde. Aber wir brauchen weniger Stunden. Wie sich das nachher tatsächlich angleicht, weiß ich noch nicht. Das wird sich zeigen. Wir machen aber auch mehr Kartoffeln. Also
Ah, müssen wir gucken. Wir haben die Annahme so getroffen, dass wir gesagt haben, es ist ähnlich wie beim Haushalt, dass wir halt den höchsten Stromverbrauch tatsächlich auch in den Wintermonaten haben. Da scheint die Sonne nicht so doll, aber trotzdem haben wir durch den Batteriespeicher dann immer noch eine relativ hohe Auslastung oder relativ hohen Anteil aus eigenerzeugtem Strom, dass das auch noch ganz gut in der Welt passt. Also wir haben ja ab, ich sag mal, September die Lüftung in der Halle und die große Maschine, die Grimme-Maschine, die Strom ziehen. Das Ganze geht dann bis Februar oder ja, bis die letzten ausgelagert sind, je nachdem, wann wir zum Pflanzen kommen. Aber irgendwie so, ich denke mal, irgendwann Mitte März wird die Lüftung, kann die auch aus. Dann kommt der Computer aus, die Lüftung aus und dann ist auch gut. Aber irgendwie so, das ist so der grobe Rahmen. Dann geht der Stromverbrauch erstmal runter bei uns und dann geht er, je wärmer es wird, natürlich auch wieder hoch, weil wir dann ja den TK-Raum haben, den Kühlraum haben, der Eisautomat und die Warenautomaten. Frostschrank und so weiter, alles was Eismaschine, die dann auch wieder mehr läuft und so weiter, das läppert sich da tatsächlich auch zusammen. Man soll sich wundern, wie viel da rumkommt. Ja. Und deshalb bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass das eine sinnvolle Geschichte ist. Wie es weitergeht, das werdet ihr in den nächsten Videos sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das haut alles so hin. Bin mir aber, wie gesagt, ziemlich sicher, dass das eine ganz doofe Entscheidung ist. Ich bin jetzt auch nicht traurig, dass ich das nicht schon habe, noch nicht gemacht habe, denn ich glaube, die Zeit ist jetzt nicht die schlechteste. Es gab natürlich vor vielen Jahren eine deutlich bessere Zeit. Die Anlagen waren zwar wesentlich teurer und da gab es dann bis zu 40 Cent Einspeisevergütung. Da bin ich ja nun mal nicht dabei. Aber jetzt durch diese Einsparung mit, ich sag mal, und wenn es nachher rundweg 7.000 Euro im Jahr sind, ja, kann man machen. Hui, moin, sind Donnerstag, 22. Ne? Ja, ist das so? 22. Februar. Moin, Jens. Hallo. Die Fotografin haut gerade wieder ab da. Tschüss, Ina. Danke, Ina. Danke. fürs Titelbild. Jens weiß noch gar nicht, was ich damit im Sinn habe. Nee, wieder irgendwelchen Blödsinn. Genau, mal gucken, ob das klappt. Also, das Video und der Tag beginnen. Nein, der Tag beginnt, das Video endet. Ja. So rum war es richtig. Also, ich glaube, wir haben ja diesmal mal einen kürzeren rausgeholt, ne? Ja, mal gucken, ne? Was so da jetzt drauf ist. Ich glaube, das ist ein bisschen kürzer. Ja. Macht aber nichts. Es ist ja wieder Donnerstag und heute Abend soll das Video online. Deshalb ist jetzt Schluss und wir filmen fleißig weiter für nächsten Donnerstag. Ja. Wenn es euch gefallen hat, ja. Däumchen wäre ein Träumchen, Abo wäre auch ganz nett. Richtig, und in die Glocke. Genau, die Glocke, damit ihr auch nächsten Donnerstag informiert seid, genau, wenn das Video online geht. Richtig. Also, denn bis nächste Woche. Danke, reinhauen. Wir singen. Ha! Das ist eine Halle. Halle. Hallo.
Nice. Aber weißt du, was wir noch immer nicht gemacht haben? Ja, ich weiß. Ja, ist noch. Da müssen wir auch noch ran. Ja, da musst du nicht mal hochfahren. Ja, aber nicht heute. Nein, heute nicht. Heute haben wir noch andere Sachen zu erledigen.